Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um die Reparatur hier von so einer LED-Röhre. Die ist mir natürlich kurz nach der Garantie, nach 2 Jahren, kaputt gegangen, hat angefangen zu flackern und dann ging sie ganz aus. Und ja, hier sieht man die LEDs, die da drin sind. Und hier am Ende ist jeweils so eine Kappe drauf. Man sieht hier die beiden Pins von der Kappe da draußen. Diese beiden hier sind dort mit dem Draht verbunden. Und dann geht das hier rein und auf der anderen Seite sieht es eigentlich genauso aus. Also das ist hier diese Kappe von der anderen Seite. Ich habe das schon mal abgeschraubt. Und man sieht jetzt hier den Anschluss für die LED oder für die LEDs. Und da drin scheint sich ja dann irgendwie so eine Art Schaltnetzteil zu verbergen. Und das muss ich dann hier irgendwie rausziehen. Ich probiere das mal. Ah, da kommt schon ein Stecker oder so. Oh, jetzt ist er abgegangen. Also hier ist irgendwo das Netzteil drin. Ich werde es mal rausziehen und dann gucke ich mir an, ob man das irgendwie reparieren kann. Vielleicht ist auch nur eine der LEDs kaputt. Deswegen werde ich hier auch dieses Plastikteil, was hier oben drauf ist, irgendwie versuchen abzuziehen. Das ist also nur drauf geschoben oder so. Und dann will ich mal sehen, dass man das vielleicht reparieren kann. Bei dem Plastikteil ist es jetzt so, man kann also mit viel Kraft das hier wirklich abziehen. Ja, das geht. So dass ich nachher dann auch die LEDs einzeln testen kann. Nicht, dass die dann irgendwie, dass da irgendwo ein Defekt ist. Also so kriegt man es ab. Diese Leiterplatte von den LEDs ist hier irgendwie raufgeklebt. Und jetzt werde ich mal versuchen, hier dieses Netzteil, was ja da irgendwo sein muss, auch rauszuziehen. Ich habe mal mit der Zange jetzt hier den Stecker ein bisschen rausgezogen. Und da kommt jetzt tatsächlich hier so ein Netzteil raus. Oh, das ist ja ziemlich lang. Okay, und hier ist die Leitung sozusagen zum anderen Ende. Ich will das jetzt nicht weiter durchziehen, weil sonst geht mir das auf der anderen Seite vielleicht da verloren sozusagen. Ich drehe es mir hier so um. Das ist also jetzt hier das Netzteil. Da sind auch nochmal Klebestreifen drauf. Und das will ich jetzt natürlich auch abmachen, das Plastik, damit man sieht, wie die Elektronik aussieht. So, die Klebestreifen habe ich abgemacht und ich kann jetzt hier offenbar die Leiterplatte rausziehen. Und jetzt ist mir gerade schon, ich weiß nicht, ist mir ins Auge gefallen. Und zwar, vielleicht hat man es schon gesehen oder auch nicht. Hier sieht man der Elko. Der ist auf jeden Fall hin. Ne, da kommt irgendwas raus. Und das heißt, ich werde beide Elkos tauschen und dann werde ich noch mal ein paar Sachen mehr durchmessen, vielleicht so die ganzen Dioden und so weiter. Was ich auch machen will, ich will von der Gesamtschaltung natürlich auch mir mal so eine Art Plan erstellen, Stromlaufplan, um zu gucken, ob da, also wie die erstmal funktioniert, die Schaltung, und damit ich einfach eine Übersicht habe, was da so drauf ist. Also als erstes werde ich mal die beiden Elkos hier tauschen. Ich habe jetzt hier die Elkos getauscht, wie man sieht. Dort, das sind also 22 µ 250 Volt, hier mal der Vergleich. Also von der Größe her passt es genau. Hier ist der andere, der da aufgeplatzt ist oder eben defekt ist. Da ist übrigens auch das Beinchen völlig lose hier. Also die waren auf jeden Fall hin. Und jetzt war ich dabei, den Stromlaufplan da irgendwie zu erstellen und habe einige Sachen festgestellt, beziehungsweise eine Sache festgestellt, nämlich einen Kurzschluss. Und deswegen sieht man auch hier, ich habe schon ein paar Bauteile mal ausgelötet. Ich zoome noch mal kurz raus, nämlich hier liegen diese Bauteile, also einmal der MOSFET und hier diese drei. Denn ich habe festgestellt, dass an der Stelle, wo hier diese ZT1-Diode ist, also hier, die war überbrückt, beziehungsweise es war ein Kurzschluss. Und ich bin einfach mit dem Durchgangsprüfer durchgegangen und habe das dann irgendwie rausbekommen, beziehungsweise wollte sicher sein und habe also die Z-Diode ausgelötet. Ich will es mal ganz kurz zeigen. Ich habe also ein Multimeter genommen und bin, wie gesagt, in der Leiterplatte durchgegangen und habe also jetzt hier diese Z-Diode mal ausgelötet. Ich habe im Moment das Multimeter auf Durchgangsprüfung eingestellt. Also es piept, wenn ich die Pins zueinander halte, und wenn ich jetzt hier an die Z-Diode gehe, dann piept es eindeutig in beide Richtungen. Das heißt, die Z-Diode ist kaputt. Und was ich auch noch festgestellt habe danach, dass bei dem IC hier, ich werde mal da reinzoomen, es ist sehr klein dort zu sehen, also hier bei dem IC, so,
Dort, muss ich direkt mal gucken, wo das genau ist, ist eine Überbrückung zwischen Pin 1 und Pin 6 irgendwie. Ja, ja, also da hört man es auch nochmal piepen, auch in beide Richtungen. Das heißt, das IC ist auch kaputt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es bei so einer Sache weiter, wenn man dort mehrere Bauteile entdeckt, die eigentlich kaputt sind. Ich habe mir dann erstmal die Mühe gemacht, ja, einen Stromlaufplan zu erstellen, wie ich es gerade schon gesagt habe, und den will ich mal kurz zeigen. Und ich habe es also auch tatsächlich geschafft, Bauteile nachzukaufen. Hier ist mal so von mir gezeichnet der Stromlaufplan, soweit ich das jetzt sehen konnte. Ich fange mal hier auf der linken Seite an. Einspeisung 230 Volt mit einer Sicherung und einem VDR, also einem Überspannungsschutz. Dann haben wir hier einen Entstörkondensator mit den 33 Nano. Dann haben wir hier eine stromkompensierte Drossel. Hier ist auch nochmal ein Filter, ein LC-Filter. Und hier ist der Brückengleichrichter. Und hier haben wir nochmal den Kondensator 2,2 Nano 630 Volt, sodass man hier eine Gleichspannung rausbekommt. Das Wichtige an der ganzen Sache ist, wenn man ja so eine Schaltung sieht, hier hinten, da ist keine galvanische Trennung zu den 230 Volt. Das ist also hier hochgefährlich, dort selber mal ranzugehen. Also ich kann da wirklich nur dringend von abraten, hier sowas selber zu machen irgendwie. Also es existiert hier keine galvanische Trennung in der Schaltung. Ich will mal kurz auf die Komponenten hier eingehen. Also wir haben hier die Sicherung, dann diesen VDR, dann diesen Entstörkondensator, hier diese beiden stromkompensierten Drosseln, dann hier nochmal den Filter, diesen LC-Filter und den Brückengleichrichter, und hier ist dieser 2,2 Nano 630 Volt. Diese Gleichspannung, die wird hier vorne eingespeist, und das sieht jetzt hier sehr komisch aus mit den beiden Elkos. Das sind hier diese beiden großen 22 μ 250 Volt und den Dioden. Wenn man sowas mal aufbaut dann und hier eine Gleichspannung anschließt, weiß ich nicht, 20 Volt, dann wird man feststellen, dass hier weniger abfallen. Das ist sozusagen eine Art kapazitiver Spannungsteiler oder so. Das ist also hier jetzt in der auf der Platine hier, das sind die beiden Elkos, dann diese drei Dioden. Und dann geht es weiter hier zu dem IC. Ich habe also herausgefunden, man sieht es hier gut auf dem IC, das Label HV9910. Das ist von Microchip, glaube ich, ein LED-Treiber, ein Hochspannungstreiber sozusagen. Der kann also mit einer relativ hohen Spannung hier betrieben werden. Letztendlich ist es hier, erzeugt er ein PWM-Signal, was festgelegt wird durch diesen R3, denke ich, mit einer gleichzeitigen konstanten Stromquelle. Also dieses ganze Gebilde mit einer Gegenkopplung hier an Pin 2 und diesen beiden Widerständen deutet darauf hin, dass es eigentlich eine Konstantstromquelle ist mit dem MOSFET. Mehr ist es an sich nicht. Dann haben wir hier noch eine Freilaufdiode, weil nämlich hier zwei Spulen noch drin sind. Und hier geht es dann raus zu den LEDs. Also so sieht erstmal der Stromlaufplan aus. Eine Sache habe ich noch vergessen, nämlich hier diese Diode. Das ist die Z-Diode, die ja kaputt gegangen ist. Die, also dort fällt ja nochmal eine Spannung ab. Das heißt, die Spannung hier an Pin 1 ist nochmal wesentlich niedriger als dort. Die Frage ist natürlich, wie groß ist hier die Z-Spannung? Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Eine zweite Sache, die natürlich noch zu fragen wäre, ist, warum ist eigentlich jetzt hier alles kaputt gegangen? Also ich nehme mal an, dass der Elko hier irgendwann die Grätsche gemacht hat und dadurch hat er sozusagen hier die Z-Diode und auch das IC mitgerissen. Also so kann ich mir das nur vorstellen. Die Frage ist natürlich jetzt nach der Z-Spannung hier von der 10er-Diode, denn ich kann ja nicht irgendeine da einsetzen. Dann würde entweder das IC auch wieder kaputt gehen oder die Schaltung nicht funktionieren. Aber ich habe Glück gehabt, denn ich habe noch eine zweite LED-Röhre. Dort ist genau die gleiche Schaltung drin. Allerdings ist dort eine kleine Änderung, weil diese andere LED-Röhre ist etwas länger. Dort sind hier die Widerstandswerte anders. Trotzdem sind hier die gleichen Bauteile drin. Und ich habe da mal das vorsichtig angeschlossen über einen Trenntrafo, die Schaltung, und habe mal die Spannung hier über der Z-Diode gemessen. Und die betrug so oder beträgt dort ungefähr 36 Volt. Das heißt, ich brauche hier eine Z-Diode 36 Volt. Das heißt also, hier fallen schon mal 36 Volt ab. Das heißt, der Pin 1 bekommt 36 Volt weniger als hier an dieser Stelle. Das heißt, ich muss die Z-Diode besorgen. Ich muss dann das IC besorgen. Wie man ja hier auf der Platine schon sieht, habe ich auch den MOSFET mal ausgelötet.
weil der überhaupt nicht gut dran war. Also der ist überhaupt nicht an der Fläche aufgelötet gewesen. Das heißt, ich werde den MOSFET auch einfach mittauschen. Und dann ist mir noch eine ganz blöde Sache passiert, nämlich hier dieser Kondensator. Da ist mir beim Auslöten eine dieser Kappen abgefallen. Das ist also ein SMD-Kondensator und den konnte ich aber Gott sei Dank noch nachmessen. Das ist hier, glaube ich, ein 22 Nano und 200 Volt Spannungsfestigkeit müssten eigentlich hier auf jeden Fall ausreichen, sodass ich also diese Teile tausche. Ich werde also dann die Teile dazu bestellen. Was ich aber jetzt noch in der Zwischenzeit machen kann, ist, ich habe ja hier die LEDs und die kann ich einzeln prüfen. Auch hierzu nehme ich das Multimeter und stelle es in den Durchgangsprüfbereich, beziehungsweise, nee, ich kann eigentlich in den Diodenbereich stellen. Moment. Also Diodentest. Also hier sieht man jetzt Diodentest dort, Diodensymbol. Und damit kann ich im Prinzip die LEDs einzeln testen. Ich will das mal kurz zeigen. Ich halte einfach hier die Pins ran. Die Messspitzen und man sieht, Leuchtdiode leuchtet, dort auch und ich bin vorhin mal alle durchgegangen, die sind auch alle in Ordnung. Das heißt, ich brauche hier nichts zu tauschen. Bevor ich jetzt die Teile hier, die neuen, neu einlöte wieder, will ich mal kurz zeigen, wie ich das mal hier durchgemessen habe, die Platine. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe im Prinzip hier mit dem Durchgangsprüfer geprüft, ob hier Verbindungen bestehen. Also ich habe ja hier, also zum Beispiel die Sicherung, die sollte eigentlich Durchgang haben, piept auch. Und wenn man jetzt hier im Stromlaufplan oben guckt, geht ja die eine Seite vom 230 Volt hier über die beiden Spulen an den Brückengleichrichter. Der Widerstand hier von den Spulen, der Spulenwiderstand ist relativ gering. Also es müsste eigentlich eine Verbindung dann geben zum Brückengleichrichter. Und wenn ich jetzt hier mal messe vom AC-Input direkt zum Brückengleichrichter, das ist hier dieser Pin. Dann ist dort eine Verbindung und von der anderen Seite hier auch. Das heißt, diese ganze Strecke ist verbunden und das ist eigentlich soweit erstmal okay. Als nächstes habe ich die Dioden getestet, die hier drauf sind. Das sind ja ein paar drauf, Brückenleuchtrichter und hier unten die paar. Da stelle ich natürlich das Multimeter in den Diodenmessbereich ein und wenn man jetzt den Brückenleuchtrichter testet, dann gibt es eine Diodenstrecke zwischen Wechsel und Plus und Wechsel und Minus. Und die kann man auch messen. Und wenn ich jetzt hier zwischen Wechsel und Plus gehe, dann sieht man am Multimeter diese 0,58 Volt. Und genauso Wechsel nach Minus, aber in einer anderen Richtung. Dort müssten auch diese 0,5 bis 0,6 Volt erscheinen. Und ich gehe davon aus, dass damit der Brückengleichrichter auch in Ordnung ist. Das nächste wären dann hier diese drei Dioden. Genau das gleiche. Einmal in der Durchlassrichtung 0,5 ungefähr. Hier auch. Und dort auch. Und wenn ich jetzt hier mal umdrehe, die Polarität, dann dürfte da nichts sein. Also OL, also offen. Und damit sind die Dioden hier getestet. Diese Diode fehlt noch. Da genau das gleiche. Das ist diese Freilaufdiode. Da ist er offen und wenn ich jetzt die Polarität ändere, dann habe ich da auch diese 0,5 Volt. Hier am Ende zu den Leuchtdioden habe ich ja nochmal zwei Spulen. Da stelle ich wieder um in den Bereich der Durchgangsprüfung und die Spulen liegen auf der Negativseite der Leuchtdioden. Das heißt, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da rankomme. Es müsste also hier sein. Zwischen dem Punkt und dem Punkt. Und da ist auch Durchgang, also diese Kontakte sind mehr Kontakte, als man eigentlich braucht. Also die Spulen sind auf jeden Fall dann auch in Ordnung. Bevor ich jetzt die Teile wirklich tausche oder neu einsetze, will ich ganz kurz nochmal auf die Sache kommen, wo ich gesagt habe, ich habe das hier nachgemessen. Ich habe hier mal die Werte aufgeschrieben, die Spannung, die jetzt hier überall anliegen, also an dem Kondensator, an dem zweiten hier. Liegen 174 Volt an. Hinter der Z-Diode hier liegen 138 Volt an. Das heißt also, Z-Diode ist wirklich 36 Volt. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe hier mal die Lampe, die LED-Leuchte genommen oder Röhre genommen, die funktioniert und habe hier an der Stelle dort eben diese Leitung mal angelötet und messe hier mit den Multimetern jeweils die Spannung.
Und ich schalte mal kurz die Lampe ein. Man sieht jetzt hier auf der linken Seite die Spannung 138 Volt. Das ist die Spannung hier an dem Kondensator. Also 200 Volt Spannungsfestigkeit reicht da aus. Und bei der anderen Spannung handelt es sich hier tatsächlich um die Z-Spannung. Also 36 Volt. So habe ich das gemacht. Ist nicht ganz ungefährlich, wie gesagt. So, und jetzt habe ich also die Werte alle und kann dann auch die Bauteile jetzt gleich einlöten. Als erstes werde ich den neuen MOSFET anlöten. Und zwar nehme ich natürlich sehr viel Lötzinn und einen guten, relativ großflächigen Lötkolben, also mit einer breiten Spitze. Bei dem ursprünglichen MOSFET war es so, dass der nur hier oben so ein bisschen angelötet wurde. Man sieht es hier, also auf der Seite. Ich werde ein bisschen mehr da verlöten, also nicht komplett vollflächig. Ich werde es allerdings so machen, dass der gut aufliegt auf dieser Fläche. Und damit er gut aufliegt, habe ich jetzt schon, das sieht man vielleicht, eine Menge Lot abgezogen. Da ist also kaum noch Lot drauf. Also ein bisschen sieht man noch, aber das ist jetzt nicht so viel. Auch bei den anderen Lötstellen habe ich sehr viel Lot abgezogen. Und zwar habe ich das in dem Fall hier Entlötlitze gemacht, weil es besser ist als mit einer Entlötpumpe. Gut, also als erstes werde ich den mal hier verlöten. Ich werde den hier erstmal reinsetzen. Und damit der gut vollflächig aufliegt, nehme ich hier so eine Klammer. Ich habe jetzt keine Kreuzpinzette oder so. Und werde den also einigermaßen gerade jetzt hier platzieren oder ja ausrichten. Und er liegt auch gut auf. Also es gibt hier keinen Spalt, sodass ich den jetzt ganz gut verlöten kann. Dadurch, dass es eine relativ große Lötfläche ist, muss man auch relativ lang mit dem Lötkolben dran gehen. Ich versuche mal hier nochmal so rein zu zoomen, dass man es ganz gut sieht. Irgendwann wird es unscharf, aber also so ist es okay, denke ich, vom Schauen. Und ich werde einfach mal hier jetzt ordentlich Lötzinn rangeben. Und es dauert eine Weile, bis sozusagen die Fläche gut erhitzt ist. Und dann fließt das Lot eigentlich auch. Jetzt fließt es schon, man sieht es schon. Es geht relativ fix, ein bisschen pusten noch und das reicht eigentlich auch schon. Also hier ist er wirklich schon wesentlich besser angelötet, jetzt als er vorher war. Also somit ist er erstmal gut angelötet. So, die Klammer habe ich abgemacht, jetzt drehe ich um und werde die Beine praktisch richtig kürzen, also fast bis Kante, das macht man normalerweise nicht. Allerdings ist es hier so, es kommt ja noch der Kunststoff da drüber. Und deswegen schneide ich hier relativ dicht über der Oberfläche ab. Ja, also ist wirklich ganz wenig noch übrig. Und jetzt löte ich die drei Beine da einfach an. Das geht auch relativ einfach. So, jetzt sind die angelötet und ich jetzt nochmal umdrehe. Dann sieht man hier auch, das Lot ist eigentlich auch ganz gut durchgeflossen und somit ist der MOSFET jetzt schon mal dran. Als nächstes werde ich die Z-Diode hier anlöten, da wo ZD1 steht. Wichtig dabei ist natürlich die Polarität. Die Kathode, wenn man jetzt den Plan mal vergleicht, geht an den Kondensator hier, an den Elko. Also der Ring muss jetzt hier zur linken Seite schauen. Wenn ich erstmal rausnehme, hier aus dem Blister praktisch. Die beiden Z-Dioden und dann löte ich die gleich an. Zum Anlöten nehme ich zum einen noch eine Zange. Ich werde mal kurz noch mal rauszoomen, um die zu halten. Also ich werde nachher die Zange hier einfach so nehmen und dann die Diode hier ranhalten. Bevor ich jetzt das anlöte, werde ich auf der linken Seite noch mal kurz verzinnen. Ich habe dazu sehr dünnes Lot genommen. Das ist irgendwie 0,3er oder sowas. Lot, ein bisschen verzinnen, dass da überhaupt was raufkommt. So, und jetzt kann ich im Prinzip die Diode dort anlöten. Jetzt werde ich mal ganz kurz die Kamera hier justieren. Das war zu viel. So, jetzt nehme ich die Z-Diode richtige Richtung, also Kathode auf die linke Seite, da wo der Ring ist. Und dann einmal den Lötkolben nur rangehalten
Und das war es auf dieser Seite. Ist jetzt zwar nicht ganz mittig, auch doch, das reicht. Was ich jetzt so wichtig ist, dass die auf der anderen Seite natürlich auch Kontakt kriegt. Und dann hier das Gleiche. Und damit ist die Z-Diode auch angelötet. Ich gehe noch mal kurz ran. Ja, so sieht es im Moment aus. Okay. Jetzt werde ich den C3 anlöten. Beim C3 genau das gleiche Verfahren. Also hier mal kurz ein Pad vorher verzinnen. Und dann nehme ich die Zange. Ich muss die Leiterplatte allerdings jetzt mal drehen, weil sonst komme ich da so schlecht ran. Und einfach hier erwärmen ein Stück. Dann ist das dran. Und auf der anderen Seite auch noch mal einfach ein bisschen verlöten. Da vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf, dass das Lot gut fließt. Und dann ist jetzt eigentlich auch dieser Kondensator verlötet, wie man sieht. Okay, und jetzt kommt das IC rauf. Beim IC ist es so, da werde ich einen anderen Lötkolben nehmen, beziehungsweise eine andere Lötspitze, weil die Pads natürlich sehr dünn sind. Und ja, deswegen muss ich jetzt erstmal den Lötkolben kurz tauschen. Da es ja hier einen Bestückungsdruck sogar gibt, kann man hier erkennen, wo Pin 1 von dem IC ist, nämlich hier unten links. Ich muss allerdings hier auch die Leiterplatte drehen. Das ist für mich einfacher. Und jetzt sehe ich gerade, es geht nicht. Doch, ich mache und drehe das so lang. Gehe nach dem ähnlichen Verfahren oder gleichen Verfahren. Also ich werde erstmal hier das eine Pad ein bisschen verzinnen, dann mit der Pinzette das IC raufhalten und ausrichten. Dazu nehme ich hier den Lötkolben und da auch wiederum das dünne Lötzinn mit 0,3 in etwa und werde also hier rangehen. Es ist nur ganz wenig Lot, was man da braucht. Jetzt natürlich wichtig, das IC muss eben gleich so ausgerichtet sein, dass es Pin 1 auf Pin 1 geht. Und jetzt richte ich das hier so grob aus. Und versuche das hier ranzulöten an der einen Seite. So. Und jetzt werde ich erstmal eine Sichtprüfung machen, ob das wirklich so okay ist. Das heißt, ich werde hier mal in der Kamera sehen. Wichtig ist natürlich, dass es gut aufliegt und dass es mittig zu den Pads ist. Und jetzt werde ich das diagonal gegenüberliegende Pad verlöten. Oder also hier unten rechts jetzt das, wiederum mit dem sehr dünnen Lot. Und ich zeige gleich nochmal eine andere oder einen Zusatz, den man machen kann. Und zwar dann, es ist ja jetzt gut geflossen, das Lot eben, wenn es nicht gut fließt, dann empfehle ich da mal Löthonig hier zu nehmen. Also Löthonig macht sich ganz gut. Ich werde das einfach mal hier ein bisschen raufschmieren. Das ist jetzt rausgenommen aus der Tube mit einem Stück Draht. Ist vollkommen egal, es geht hier nicht so gut. Moment, da will ich mal ein anderes Stück nehmen. Also hier einfach aus der Tube ein bisschen was rausgenommen. Dann ist es hier drauf. Und dann hier irgendwie ein bisschen verschmieren. Auf beiden Seiten. Es geht leider nicht so gut ab. Moment, okay, so ist es besser. Also jetzt ist da auf jeder Seite so ein bisschen Löthonig drauf. Hier kann noch ein bisschen, denke ich mal, hier so in der Mitte. So in etwa. Dann wird man merken, dass das Lot wesentlich besser fließt. Also das macht man dann, wenn die Lötstellen schon ein bisschen korrodiert sind oder so. Dann kann man das machen. Ich werde jetzt mal hier die Stellen löten. Dann qualmt es auch ein bisschen. Hier auch noch ein
Schraubenhunger. Okay, also man sieht, das ist eigentlich ganz, ganz gut. Jetzt muss ich das umdrehen, weil ich kann von der anderen Seite echt schlecht löten. Also hier nochmal umdrehen. Also ich kann nur empfehlen, wenn man lötet, ohne Kamera zu löten. Das macht sich echt mies, auch wenn die hier nur daneben steht sozusagen. Aber es macht dann keinen wirklichen Spaß. Aber man sieht, es läuft wirklich gut rein, das Lot, wenn man noch ein bisschen Löthonig dazu gegeben hat. Also man merkt es auf jeden Fall. Oh, jetzt sehe ich gar nicht mal, wo ich hier bin. So sieht es jetzt aus. Ich muss mal gucken, ob ich noch mal näher ran kann. Okay, scheint ganz, ganz gut zu sein. Wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man durchaus mit der Lupe noch mal darauf gucken. Aber ich denke mal, so ist ganz gut. Also hier unten das linke Beinchen, das ist noch nicht gut, habe ich gerade gesehen. Das ist noch nicht gut geflossen. Da muss ich nochmal nachlöten. Also man merkt hier das Lot. Ah ja, jetzt lötet. Jetzt hat sich es gelöst sozusagen. Jetzt ist es gut geflossen. Und jetzt sieht die Lötstelle auch wesentlich besser aus. Ja, also ist jetzt alles ganz gut verlötet eigentlich. Ja, Bauteile sind getauscht und jetzt kommt der spannende Augenblick, ob es funktioniert. Und da werde ich jetzt das noch nicht komplett verschließen, sondern ich werde erstmal hier die Leitung hier am Ende anlöten und dann mal einen Testlauf machen, bevor ich das alles wieder komplett zumache. Vorbereitet für eine erste Funktionsprüfung ist es nun. Hier auf der linken Seite geht es natürlich zu den LEDs, auf der rechten Seite hier an den 230 Volt Anschluss. Ich schalte einfach mal ein. Tja, und wer hätte das gedacht? Die LED-Röhre geht wieder. Also man sieht, man kann auch so eine LED-Röhre reparieren. Allerdings sollte man da wirklich wissen, was man tut. Es ist nicht ungefährlich und die Beschaffung der Bauteile, muss man sagen, ist finanziell zwar nicht sehr viel. Also ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, so insgesamt so einen Zehner ausgegeben, inklusive Versandkosten. Allerdings, wenn man bedenkt, dass man so eine LED-Röhre hier schon ja, für 15 Euro kriegt, ist das natürlich alles nicht so schön. Allerdings sehe ich es überhaupt nicht ein, nur weil hier ein paar Bauteile kaputt sind, einfach gleich immer eine neue Röhre zu kaufen, zumal ja der Rest vollkommen in Ordnung ist. Man sieht ja, die LEDs sind in Ordnung, die restliche Schaltung ist ja auch funktionsfähig. Insofern wage ich meistens immer erstmal eine Reparatur. Jetzt werde ich natürlich noch die Elektronik wieder einbauen in das Gehäuse, also erstmal den Kunststoff drüber. Dann hier das Kunststoffteil über die LEDs schieben und komplett zusammenbauen, sodass dann die LED-Röhre wieder an den vorherigen Platz kommt. Ja, das war es auch schon mal wieder. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss!